Hallo, hier ist TipTapTube und heute bestimmen wir das Leben von unseren Eltern. Es ist jetzt gerade noch echt morgens und ich bin gerade aufgewacht und es ist so hell draußen, das ist nicht mehr normal. Warum ist es hier so hell in meinem Zimmer? Und ich werde erst einmal sagen, was heute Sache ist. Ich sehe noch ein bisschen müde aus, ich bin auch müde. Aber jetzt gehe ich mal runter und sage Ash, dass wir heute den Tag unserer Eltern bestimmen können. Das wird echt mega cool. Ich glaube, auch unsere Eltern schlafen noch, das heißt, wir werden die erstmal gleich wecken. Ash, hey, aufstehen. Heute bestimmen wir das Leben unserer Eltern. Komm hoch mit dir. Hallo? Hallo? Kalt. Egal, nicht kalt. Komm, wir müssen meine Mama und Papa wecken, damit die heute alles bestimmen. Wir bestimmen über die heute. Ah. Was ist los? Es ist voll hell draußen heute. Was ist das? Ja. Okay, einmal. Und 3, 2, 1. Aufstehen! Guten Morgen! Aufstehen! Warum aufstehen? Wir bestimmen heute euer Tag! Heute ist Samstag! Macht ihr das Frühstück dann für uns? Nee, das könnt ihr machen. Wir bestimmen ja. Oh nein. Also Papa, aufstehen! Ja, normalerweise fange ich an mit der Kamera früh am Morgen. Und ja, jetzt sind's wir und wir bestimmen euer Leben. Also hoch mit euch! Aufstehen, so lass mich los, ich glaube, es dauert, bis die aufstehen. Oh. Beiden. Nein! Die schminken? Nein. Natürlich. Kamera, nein. Ich mach's immer. Nein. Oh. Schminken heute ist. Nein. Was? Nein. Aber nicht den ganzen Tag. Du musst Schminke sparen, also. Brauchst du heute leider keine Schminke. Dürfen wir jetzt mal in die Badewanne? Oh Gott, wir frühstücken erstmal, ne? Es gibt für euch keine richtigen Brötchen. Sondern ihr dürft nur Haferflocken mit Milch essen. Ja. Oh. Leute, wir haben heute. Oh nein. Leute, wir haben heute. Einfach so dumm. Nein. Was ist das für ein Wetter? Schnee. Oh Gott, ihr könnt Schnee schieben gleich. Schneemann bauen. Das ist viel lustiger. Ihr baut einen Schneemann nachher. Oder eine Schneefrau. Hey Ash, darf ich mich rasieren? Guck dir das mal an. Ja, fühl mal, wie pieksig das alles ist. Boah, ich hasse, wenn das pieksig ist, aber heute, weil ich und Max dann Spaß haben, das heißt, ihr müsst alles für uns machen, deswegen, nein. Schnucki, ich weiß nicht, ob das so gut wird heute, ne? Ich mag das nicht. Und du, wenn du nicht geschminkt bist, gehst du nicht in die Stadt. Stark. Ich bin fertig geduscht und jetzt gibt's hier Frühstück für jeden. Müsli mit Haferflocken. Kann ich bitte wenigstens ein Brot mit Käse? Als allererstes würde ich sagen, gibt's sowieso erstmal das Müsli. Also die Haferflocken meine ich. Und dann, ich wenn ihr noch Hunger habt, dann stopp, könnt ihr noch das mehr reicht, nehmen. Das reicht. Falls du noch mehr Hunger hast, kannst du noch mehr nehmen natürlich. Gut Appetit. Dürfen die wenigstens mit Milch? Milch ist Gift. Was? Hackslash Milch ist Gift. Dürfen wir wenigstens Milch? Milch, Ash, was würdest du sagen? Milch ist Gift. Ash, dürfen die Milch nehmen? Nö, Milch ist Gift. Okay, also für euch gibt's dann auch leider keine Milch. Gott. Wir sagen guten Appetit, haut rein. Knast, ja. Und Mama, ich esse das ja sowieso immer anders. Und jetzt kommt mein Müsli. Alle mal aufgepasst. Du musst ja erst fragen, ob du es da hast. Ja, Die haben nur gesagt, keine Milch. Ja, aber wir bestimmen aber. Ich muss es trocken essen. Darf ich was anderes in der. Was wäre das andere denn? Wasser. Wasser. Wenn du jetzt ist lügst, Wasser erlaubt? Ash, ist Wasser erlaubt mit Haferflocken? Was ist das denn? Das schmeckt uns nicht. Ich bin schon satt, danke. Ist Saft erlaubt? Saft ist doch besser. Wenn dann nimm Selter. Nee, Saft. Ja. Saft ist Selte. Total. Und ich habe den Saft selber gepresst aus Birnen. Weißt du, wie eklig der ist? Der ist lecker. Der ist total eklig. Der ist lecker. Eklig. Du isst das jetzt einfach so, keine Diskussion. So? Ja, so. Zwei Löffel. So, dann hau rein. Dann bist du schon satt nach zwei Löffeln. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn wir mit Essen fertig sind. Ja, komm, dann nimm dir Wasser dazu. Okay. Dann nimm dir Wasser dazu. Hallo. Na, komm mal, hör auf zu reden. Du hast alles auf dem T-Shirt schon drauf. Das ist ein kleines Baby. Dann nimm Wasser dazu. Dann schlickst du gleich. Weil gut, wir sehen uns gleich wieder nach dem Essen. Bis gleich. Papa kriegt Wasser dazu. Ja. Wir werden uns jetzt fertig machen und dann einmal kurz in die Stadt fahren, mal gucken, was wir da noch machen werden. Aber wir werden uns da rumscheuchen. Mal gucken, und wir was uns bestimmen. Wir machen. Mal gucken, mal gucken. Das weiß gucken. Ich schon, dass ihr im Schild. Also, wir müssen uns jetzt fertig machen. Papa ist irgendwie schon im Badezimmer oder so. Kann ich mich denn jetzt wenigstens schminken? Wenigstens ein bisschen? Ja, aber nur ein bisschen. Nicht übertreiben. Wenn das zu viel ist, mache ich es wieder ab. Okay? Okay. Perfekt. Ich. Haben wir irgendwas, was Papa nicht machen darf? Er macht ja nicht viel. Ja.
Du darfst sie nicht rasieren. Und jetzt sag nicht, ich darf mich nur zur Hälfte rasieren. Doch, ich darf sie nur zur Hälfte rasieren. Nur diese Seite. Mach dir mal die Hälfte davon, also die Hälfte, mach dir das mal. Hälfte, Hälfte, Hälfte Gesicht? Ja, Hälfte. Wie sieht das aus? Boah, coolen Pulli hast du da an. Ja. Tipper Cube Merch. Genau. Ja. Yeah. Papa, Hälfte, Hälfte, ne? Nicht vergessen. Hälfte, Hälfte, Hälfte. Und dann werden wir uns jetzt einmal fertig machen und dann geht's gleich los. Mach bitte die Hälfte jetzt. So, und ich bin jetzt fertig mit meinem Rasieren hier, halb und halb. Also ich gehe so mit dir nicht. Mach es lieber ganz. Ist das euer Ernst? Du machst ganz lieber. Nein, das können wir dir nicht antun. Das ist ja so dunkel, trotz Plus. Das können wir uns nicht antun. Das ist voll peinlich. Also mir wäre das egal. Was? Ash, was sagst du? Nee, schluck nie nein, das ist doch kein richtiger Erfolg, sondern nur ein paar Stoppel. Was alles weg, Christian. Alles weg? Ja. Es sieht schon komisch aus. Also, Plan wir tun dir es nicht an, also kannst es doch abmachen ganz. Wir müssen ja mit dir rumlaufen. So, Max, wir wollen los. Ja? Ja. Achso, ich hab mich ja gerade fertig gemacht, ne? Ja. Und das ist mir aufgefallen, mein Zimmer ist ziemlich unordentlich. Kannst du vielleicht kurz aufräumen? Also, beziehungsweise räum das mal auf, bitte. Nee, ne? Doch. Also, ich meine, wenn wir schon den Tag bestimmen können, dann kannst du auch kurz mein Zimmer aussehen. Ich mach das. Viel Spaß. Danke. Nicht dein Ernst jetzt, oder? Hä? Nicht dein Ernst jetzt, oder? So schlimm ist das nicht. Naja, aber die Klamotten, die hänge ich dann jetzt weg, oder wie? Oh nein, ich muss jetzt alles aufräumen, ja. So, und fertig ist das Zimmer. So sieht's jetzt aus. So ein Bengel hat er richtig schön ausgenutzt jetzt. Jungs, wie sieht's aus? Ja, was? Was? Können wir zu Ikea? Ja? Nein! Nein! Wie, du warst aber gar nicht zu bestimmen. Das ist eindeutig. Weiß ich. Nein, wir können da auch was Leckeres, irgendwas essen oder so. Du denkst immer nur ans Essen. Wir fahren in Sophien hoch. Mann! Wir wollen doch nichts essen, wir wollen ein bisschen Spaß haben. Ja, mit Ikea. Ja. Sophien hoch ist cool. Genau, das ist auch wahr. Genau. Kannst du mal kurz ein bisschen Geld holen für Essen? Natürlich! Ach, danke schön. Das ist echt sehr nett von dir. So, da komme ich mal mit in die Sparkasse und danach geht es erstmal in den Sophien. Wir sind jetzt hier gleich gerade schon da, aber erstmal natürlich ein bisschen Geld holen hier. Wir wollen ja auch irgendwie was essen. Ja, ich weiß. Ich bin schon gespannt, was auf uns gleich zukommt hier. Ja, das weißt du tatsächlich nicht. Ihr nutzt das richtig aus heute. Richtig. Nein, wir doch nicht. Wir sind wieder zurück im Auto und jetzt geht's weiter in den Sophienhof. Ja. Übrigens sind wir am 14.04. bei Adidas im Sophienhof hier in Kiel und da könnt ihr uns treffen. Ja, jeder kann kommen, der möchte. Es ist von 15 bis 18 Uhr einfach da bei Adidas und jetzt geht's in den Sophienhof. Und bei Adidas wird Max dann richtig gut Schuhe und Klamotten verkaufen. Ich bekomme nämlich so Verkäufer-Outfit, sag mal, aber ich verkaufe mir nicht die Hose oder so. Lasst euch von ihm bedienen. Die Chance. Wir gehen jetzt erstmal, weiß gar nicht, wo wollen wir hin? Erst wollen wir hin? Wir gucken mal ein bisschen hier rum. Aber ich muss noch mal kurz wohin. Also kleine Mama muss auf Klo. Was? So direkt wo die Ja, Tage. Wir gucken. Was, wir gucken? Darf Mama auf Klo gehen? Was? Er sagt nein. Oh oh. Ich muss. Anhalten. Oh oh. Also wir wollen jetzt erstmal zu irgendwelchen Geschäften gehen. Habt ihr irgendeine Ahnung, wo wir irgendwelche Wünsche? Also entweder Edeka oder H&M. Edeka oder H&M? Ja. Was wollen wir denn machen? Bei Edeka gibt es doch nur da irgendwas zu essen. Trinken. Gar nichts von beiden. Gar nichts von beiden. Irgendwas und dann müssen wir wollen machen. Wir bei H&M verklammern. Ich würde sagen, wir gehen erst zu H&M und sagen, was zu trinken. Obwohl, wir gehen. Warte, stopp, wir gehen was trinken, ich habe auch Durst. Ja. Wir gehen zu Edeka. Mama, wir können doch auch eigentlich hier hingehen, ja, oder? Zu Rossmann. Auch. Okay, dann gehen wir da rein. Ja. Mama, ja? Ich möchte ein Brezel. Nee. Mama. Ash. Ja. Aber ich muss ihr ja sagen. Ich nehme auch noch einen. Ich muss auch ein Brezel. Ja. Ich will auch ein Brezel. Kann ich auch ein Brezel haben? Da haben wir jetzt alle was essen, könnt ihr auch tatsächlich. Ihr also teilt ihr könnt einen. Nein, ihr könnt einen. Oh, wir teilen, oder? Nein, nein. Ihr könnt beide einen haben. Wir können ja, einen. Und ich nehme noch einen Donut. Mama, was denn? Aber ja. Kannst du mir noch, ich möchte eine Handpizza nehmen. Danke. Kann ich noch bitte? Natürlich. Fette Handpizza. Schuhe haben. Also einmal Schlemmerzunge, also mit Käse, Ölbutter. Du wolltest mit Würstchen, ne? Laugenstange mit, genau.
Und du hast Handpizza? Ja, ich hätte gerne einmal so. Obwohl es ein wenn du gleich einen Hunger darfst, dann darf ich mir einen Quark haben. Also wenn Ash, du, ja, dann darfst du. Ja, wenn Ash, ja, dann darfst du. Nein. Okay, darfst du. Lass mich mal nicht. Mäuschen, ich dachte, du wolltest einen Brezel haben. Das ist eine Pizza geworden. Und bei dir? Auch ebenfalls das gleiche. Ist es eine Pizza geworden. Bei mir leckere. Und bei dir? Käsestange. Und ich bin der Einzige, der beim Brezel geblieben ist. Oh, guck mal. Kann ich hier was haben? Ja, siehst du mich bei. Will ich hier was haben? Komm. Was war das eben? Komm. Wir wollen weiter. Die Torten sehen, wie lecker die sind. Es gibt keine Torten. Wir haben was zu essen. Die dürfen nicht. Und kleine Törtchen gab's auch. Ja. Mama, ich will ein Spielzeugladen. Du stehst ja auch schon mitten davor. Ja, dann gehen wir mal rein natürlich. Gerne. Genau. Mama? Ja? Du, wir können ja so sagen, was ihr machen sollt, ne? Ja. Stell dich mal darauf und fahr damit durch den Laden. Darf man das? Ja, mach. Nicht? Darf man das? Ist doch alles. Oh, es geht nicht. Dann setz dich. Keinen Probeteil. Oh. Ich dachte, man kann es jetzt sofort gut raussetzen. Das ist nicht so wie bei Toys. Nee, leider nicht. Oh Mann, dann schnappst du dir vorne den Kinderwagen und fährst damit rum. Ja, okay. Mama reitet mit dem mal. Soll ich denn zuerst machen? Reiten oder soll ich... Das hält sich. Das hält. Mach du so. Und lad das Bild auf Instagram hoch. Viel Spaß. Ein Glück muss ich das nicht machen. Ich habe kein Handy mit. Ich schon. Ganz schnell, okay, dann machen wir kurz ein Bild. Oh nein. Warte. Also, warte. Ich würde sagen... Zack, fertig, das geht auf Instagram. Oh nein. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das nehme oder das. Sieht beide gleich aus. Nein. Mama, kosten wir das? Oh je, was haben wir denn hier? Schon wieder Minecraft. Nochmal Minecraft? Mm. Du hast ja noch nichts von, ne? Okay. Na gut, ich glaube, Mama kann nicht Nein sagen. Also ich bezahle. Und hier ist noch ein kleines. Ja, klar. Nochmal Minecraft. Oh nein. Was ist das denn? Hast du das nicht schon? Nein. Ich hoffe, du kommst nicht noch mehr mit noch mehr Sachen. Nein. So, dann zur Kasse. Okay. Und da ist er. Hey, Mäuschen, zeig her. Ja. Oh, wo wollen wir jetzt hin? Das ist doch richtig cool, ne? Mhm. Was? Zweimal Minecraft abgegriffen. Ja. Kann ich zu Hause auf der Wii U Skylander spielen? Ja, kannst du. Danke. So, in irgendeinem von unseren letzten Videos hat irgendjemand meine Schuhe bemängelt. Oh. Gar nicht so lange. Die sind so gut. War das. Das ist gar nicht so lange. Und die einzigen Schuhe, die mir richtig passen. Aber eigentlich haben wir ja hier Schuhprofis dabei. Mehr oder weniger, aber ja. Hier? Ja. Und ich würde sagen, hole ich mir mal neue Schuhe, ne? Oh ja. Ash? Wir überlegen uns mal was Cooles, ja? Ich würde sagen, Papa, kannst du irgendwelche Sportschuhe holen, oder? So? Nein! So Adidas, keine Sportschuhe, ich dachte eigentlich was. Turnschuhe. Oh, ich muss ja sagen. Aha. Wo wollen wir hingehen? Gut locker? Adidas. Wir gehen zu Adidas. Also, ich dachte zwar an andere Schuhe, aber das, naja. Wenn du uns fragst, was sollen denn sonst, was für Schuhe sollen denn sonst rauskommen? Nur die coolsten. Ja, genau. Für mich. Also, ich würde sagen, jetzt geht's zu Adidas. Keine 15 mehr. Egal. Kann ich nicht lieber zu Pick und Kloppenburg und Klamotten holen? Nein. Jetzt gehen wir zu Adidas, das war klar. Mann, oh Mann, was die Kinder alles wollen. Und das Schlimmste... Morgen geht's weiter. Was die Kinder da wieder mit uns vorhaben, seht es euch an im zweiten Teil von Ash und Max bestimmen unser Leben. Viel Spaß!